Natürlich folgt die intergeotechnologischen Entwicklungen, aber sie gibt auch Impulse. Zum einen liegt es daran, dass wir natürlich auch das internationale Netzwerk stärker ansprechen, das heißt auch von hier Impulse aufnehmen können. Zum anderen haben wir eine deutlich stärkere Verknüpfung von Messe und Kongress. Das verfolgen wir eigentlich schon seit ein paar Jahren und uns gelingt es in den letzten Jahren, verstärkt die Top-Themen der Branche im Kongress zu platzieren, dort aufzunehmen, exemplarisch auch anzusprechen, um sie dann anschließend über Produkte oder auch über Anwendungen in der Messe ja, vorzustellen oder dort anbieten zu lassen, eben durch die Firmen. Und man stellt auch fest, dass der Kongress der Intergeo für die Firmen zunehmend von Interesse ist. Die Anfragen, die wir von der Seite bekommen, häufen sich. Datenerhebung, Datenerfassung, Datenverarbeitung und Datenspeicherung waren ja schon immer Themen, die, ich sag mal, der klassische Geodät oder die Vermessungsbranche, die Geospatial-Branche insgesamt kennt, damit umgehen kann. Und auch die Einhaltung von Standards ist eigentlich ganz selbstverständlich. Das sind also gute Voraussetzungen. Gleichwohl geht es eben jetzt auch darum, die Technologieentwicklung, die zum Beispiel die IT vorgibt, dass man diese Entwicklung mit aufnimmt, einbindet eben in Produkte. Und ganz als Beispiel vielleicht dafür, diese 3D-Entwicklung haben wir vor Jahren erste 3D-Modelle entwickelt. Heute gehen wir ganz selbstverständlich mit diesen 3D-Modellen um und arbeiten damit und ist ein Teil im Prinzip unserer Arbeitswelt schon. Und ähnliche Entwicklungen wird es auch im Bereich visuelles Arbeiten geben. Zum Beispiel Augmented Reality und Virtual Reality gehören dazu und auch zunehmend werden Sensoren an Bedeutung gewinnen und auch die Vernetzung von Sensoren, die intelligente Vernetzung von Sensoren spielt eine große Rolle. Und so gibt es auch ganze Themenbereiche, die entwickelt worden, sag ich mal, zum Beispiel im Kongress oder die da als Impuls angesprochen werden, wie zum Beispiel Smart Cities, exemplarisch sehr, sehr stark in Hamburg 2016 vertreten. Jetzt eine komplett eigene Themenplattform im Kongress, ebenso wie die Interaerial Solutions. Und so sieht man, dass also Impulse, die aufgenommen worden sind im Kongress, anschließend sehr wohl als eigenständige Bereiche auch in der Messe ihre Anwendung finden können.